Wir haben Lockerungen beschlossen. Sehr vorsichtig gehen wir da allerdings damit um. Der Einzelhandel darf öffnen, und zwar bis zu einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmeter. Wir haben sehr intensiv diskutiert, ob die Einkaufszentren öffnen dürfen. Das wird möglich sein, allerdings unter der Bedingung, dass dort Ausgangs- und Zulassungsbeschränkungen und entsprechende Konzepte vorgelegt werden. Das heißt, die dürfen das nur unter den gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsregelungen tun. Diese Konzepte sind notwendig, damit man das früher davor überprüfen kann. Und davon ist abhängig, ob diese Einkaufszentren öffnen dürfen. Allerdings werden wir das flankieren mit Empfehlungen, zum einen Masken zu tragen. Allerdings werden wir auch Teams einsetzen, die Kontaktverfolgung zu erhöhen. Das Gesundheitsamt wird mehr Personal bekommen, um das auch gewährleisten zu können. Und wir werden das jetzt 14 Tage lang auch auswerten, sehr eng begleiten, um überprüfen zu können, ob diese Lockerung dazu führt, dass die Infektionsfälle ansteigen oder nicht. In allen öffentlichen Räumen, im Einzelhandel und auch im ÖPNV, also in Bussen und Bahnen, ist es empfohlen, eine Maske zu tragen. Das kann nicht vorgeschrieben werden, ist aber als dringende Empfehlung aufgenommen. Das heißt auch, es sind im Grunde genommen die einfachen Masken, können auch selbstgenähte sein, weil man schon davon ausgeht, dass das zumindest, wenn der Abstand nicht gewahrt werden kann, die Infektionsraten eindämmt. Und ich gehe davon aus, dass die Bremer Bevölkerung, die sich bislang sehr diszipliniert verhalten hat, diese Empfehlung auch annehmen wird.